Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Also die Fans, die wäre super, wenn die sich frühzeitig auf dem Weg Richtung Saarbrücken machen würden und auch frühzeitig die Anreise ans Stadion auf sich nehmen würden, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Auf beiden Strecken, also Richtung Lebach-Heusweiler kommt, auch wie von Kleinen-Littersdorf mit der Saarbahn, da sind Park-and-Ride-Plätze ja vorenthalten, die du alle findest auf der Seite ludwigsparkstadion.de der Stadt Saarbrücken. Dort sind die alle hinterlegt und werden auch noch heute Nachmittag von den Kollegen der Fanbetreuung online gestellt über unsere Fanbeauftragten-Seite. Und halt bitten wir darum, halt dies zu nutzen, auch den Shuttle-Service zu nutzen. Stadion öffnet um 12 Uhr. Und die Jungs und Mädels möchten bitte schauen, dass sie sich unterwegs, wie immer verhalten. Nicht unbedingt von Kaiserslautern-Fans provozieren lassen, nicht von Polizeibeamten bedrängen lassen. Einfach nett, freundlich, wie immer ins Stadion kommen, guter Laune mitbringen und Stimmung bringen. Wir freuen uns alle auf dieses Derby und das wird dann so sein. Wie ist es bei dem Rückzug sozusagen nach gewonnenem Gefecht? Wie soll das ablaufen? Gibt es da eine Sperre für die Gäste, für die Fans aus Kaiserslautern, dass die länger bleiben müssen im Block, wie das sonst üblich ist? Also im Moment habe ich da keine Kenntnis drüber, wie der Ablauf sein soll. Ich denke mal, dass ein Teil unserer Zuschauer aus dem Bereich Nord- und Osttribüne die Kamphauser Straße wohl nicht verlassen können Richtung Innenstadt, solange die Kaiserslautern-Fans wieder Richtung Bahnhof geführt werden. Aber wie gesagt, Genaues weiß ich dazu bisher noch nicht. Das werde ich alles noch heute mitgeteilt bekommen im Laufe des Nachmittags. Und die Ortskundigen sollten halt den Heimweg über den Rodenhof antreten Richtung Bahnhof, Innenstadt, dass die Wege getrennt sind von den Hauptläufen der gut 1200-1500 Zugfahrer, die aus Kaiserslautern antreten, beziehungsweise auch dann die Nachspielende, die Heimreise wieder antreten werden.